geht ab, Elite! Mit Elite war ich natürlich euch, also ihr, die Zuschauerschaft. Ne? Schaut mal, Leute, was ich mir gekauft habe. Was könnte das hier sein, Leute? Schreibt's mal rein in die Kommentare. Wahrscheinlich kommen jetzt solche Antworten wie: Der größte Riesendildo der Welt, Mann! Egal, ich habe mal wieder richtig Bock, mit euch zu quatschen, also mit der Community natürlich. Die Community! Und es gibt auch ein paar richtig geile Ankündigungen. Ich mache jetzt eine Single für euch. Im Handel, also 2019. Also musikalisch spiele ich nicht wirklich. Aber es kommt Großes auf euch zu und da brauche ich eure Hilfe. Denn ich möchte euch in mein Geburtstagsvideo einbauen. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Am 30.09. habe ich Geburtstag und ja, das wissen scheinbar immer noch welche nicht, deswegen wiederhole ich es hier nochmal. Es interessiert auch wirklich keinen. Halt dein Maul! Doch nun kommen wir erstmal zu ein paar Fragen, die ihr mir auf Twitteron gestellt habt. Twitteron klingt wie so ein fremder Planet, finde ich. Glaubst du an den Toastbrotgott? Also wenn es jetzt schon so losgeht, dann hau ich jetzt ab. By the way, den Tag musste ich zweimal drehen, beim ersten Mal sah der so aus. Ja, ich bin schon ein Tollpatsch. Alter, da steht das Glas noch. Kennt ihr das Glas noch vom letzten Tag in Comments? Also, nee, vom vorletzten ist das, glaube ich, sogar. Steht da immer noch. Mittlerweile schon voll ohrrädig aus, kann man das sehen? Ich glaube nicht. Wie gehst du mit Kummer um? Also gewöhnlich rasiere ich mir einfach die Achselhaare, dann geht es mir um einiges besser. Jetzt mal ernsthaft, ich rufe mir einfach immer wieder zurück in den Kopf, dass einfach alles wieder gut wird. Es ist einfach so, es wird immer wieder alles gut. Und wenn du bis zum Hals im Scheiße bist, dann lass den Kopf nicht hängen. Logisch, oder? Hast du schon mal Käse mit Nutella gegessen? Also mit so einem Scheiß kann man mich echt jagen. Was war die peinlichste Aktion, die du je erlebt hast? Wie der Name Kartoffelsalat eben sagt, bricht dort ein Zombie-Virus aus. Kleiner Spaß. Vielleicht war es damals, als ich dem Baum Liebesgeständnis gemacht habe. Das war wirklich schon saupeinlich, oder? Ich liebe dich, Baum. Ja, das war wirklich schon mega peinlich. Mit welchen YouTuber würdest du am liebsten ein Video drehen und warum? Keine Ahnung, mit allen möglichen YouTubern, aber am liebsten wäre mir Julian Bam, weil ich einfach glaube, dass ich von ihm total viel lernen könnte, weil er einfach so ein Idol der Videobearbeitung für mich ist. Marty Fischer, weil einfach am allermeisten Talent von allen möglichen YouTubern hat. Musikalisch unterhalten, der Jim Carrey der YouTube-Szene. Also nach mir natürlich. Ey, Blali, weil ich glaube, ich könnte ihm zeigen, was so richtig viel Fun vor der Kamera haben kann, auch wenn einem das Leben so richtig hart fickt. Hä, hey, du hast ficken gesagt. Und Unge, weil ich ihn nochmal umarmen möchte. Was bedeuten diese roten Kringel auf den Thumbnails überhaupt? Überall immer diese ganz komischen roten Ringe. Was ist da im Hintergrund? Manchmal umkreist doch einfach gar nichts. Man denkt sich, hä? Da ist doch gar nichts, warum kriege ich einfach irgendeinen Schwachsinn? Also manchen Punkten ist einfach nur noch lächerlich, man kann es echt überhaupt nicht mehr nachempfinden. Mittlerweile auf diesen roten Ring-Ding falle ich mittlerweile überhaupt nicht mehr rein und so. Also ich klicke mir dann ein Video an, weil es interessant ist, aber nicht, weil ein roter Ring auf dem Thumbnail war. Also wegen roten Ringen nicht mehr, nein. Aber selbst würde ich sowas niemals machen. Ich meine, dafür bin ich mir ja viel zu gut. Was? Na Leute, wer weiß, was das hier ist? Geil, oder? Nein, das ist kein Dildo. Facebook-Time! So, da mache ich jetzt ein kleines Video für die Facebook-Community mal wieder. Mein Handy liegt da drüben, mich Idiot. Ey Leute, was geht? Zeus hier, auf Facebook-Time mal wieder. Ihr müsst folgende Frage beantworten, dann kommt ins Video rein. Nämlich, was würde ich tun, wenn die ganze Zielelite vor mir stehen würde? Einfach mal reinschreiben in die Kommentare. Kreative Antworten sind gefragt, dann sieht man schon morgen, gell? Bis dann, Leute! Juhuhu, Mann, so eine Scheiße! Was ist für dich verrückt und wo gibt es die Grenze? Verrückt sein ist immer geil, aber es muss halt so ein bisschen Logik immer dabei sein. Hier ein kleines Beispiel. Sohn, wie macht die Biene? Zum Summ. Nein, Product Placement. Das zum Beispiel ist lustig und hat echt nichts mit Haten zu tun, ist aber nur witzig. Aber das hier zum Beispiel. Blibla, blibla, blibli. Ist überhaupt nicht witzig. Naja gut, vielleicht ein bisschen. Ich stehe vor deinem Fenster, wink mal. Verpiss dich. Käsekuchen? Ist lieber ein Apfel. Damit habe ich jetzt den Vogel komplett abgeschossen. Aber jetzt kommen wir zu meinem Geburtstagsvideo. Happy Birthday to me, Happy Birthday to me. Dieses Video am 30.09., das ist ein Mittwoch in 3 Wochen, das wird wirklich mega lange. Ich schätze mal eine Stunde länger. Ich weiß es echt nicht genau, wenn wir dann sehen, wie es ist. Und da würde ich gerne mal ein bisschen was von euch einbauen. Also schreibt mir doch einfach mal die Diskussion von meinem Kanal, alles Mögliche so rein. Also zum Beispiel Glückwünsche oder was ihr in der Zeit erlebt habt oder ob ich irgendwie euch beeinflusst habe in gewissen Punkten, ob ich euch irgendwo euch unterhalten konnte, helfen konnte. Vielleicht konnte ich ja zum Beispiel ein paar von euch aufmuntern oder irgend sowas, ihr wisst schon, oder? Einfach reinballern, können auch längere Texte sein und ich will einfach so viel wie möglich davon dann ins Video reinbauen, wenn es
Also ich hoffe, dass ich so viel rein möglich ist. Ich hoffe, ich kann nicht mehr reden. Ich will einfach den Kontakt zu euch immer behalten und ich denke, ich schaffe das auch ganz gut. Was momentan habe ich irgendwie das Gefühl, es ist nicht mehr ganz so krass wie früher. Früher war es irgendwie anders, oder nicht? Und deswegen einfach mal unter diesem Video hier werde ich alle Kommentare beantworten, zumindest am Upload-Tag. Egal, wie viel das da reingeballert wird, ich werde alles antworten. Also habt ihr Fragen, habt ihr irgendwas, selbst auf die Hater-Kommentare, ich antworte auf jeden Scheiß mit irgendwie humorvoll oder keine Ahnung wie. Ich werde mir Mühe geben, also hocke ich den ganzen Tag wahrscheinlich da jetzt dann, aber egal. Versprochen. Facebook-Time. Da bin ich mal gespannt, was die Facebook-Community da so geantwortet hat. So wie ich euch kenne, ist da sowieso eine Scheiße dabei, oder? Was würde ich tun, wenn die ganze Zielite vor mir stehen würde? Die Judy schreibt, Gruppenkuscheln. Das wäre ja mal wirklich ein krasses Spektakel, oder? Die Bibi schreibt, du würdest schreien, hallo meine Zielite, ich bin euer Vater. Vater von euch allen, das wäre mal ein Guinness-Rekord, oder nicht? Und die Jackie schreibt, du würdest auf jeden Fall voller Panik schreien, davonrennen und zu Hause deinen Kanal schließen. Vergiss es, Jackie. Nichts in dieser Welt wird mich davon abhalten, weiterhin beschissene Videos zu machen. Zum Glück habe ich kein altes Nokia-Handy, sonst wäre jetzt wahrscheinlich ein Loch in meinem Boden drin. So, und wieder an dieser Stelle ein Gruß an die Instagram-Community und danke für die ganzen geilen Markierungen. Mann, was soll das eigentlich immer? So viel dazu, oder? Dranbleiben. Willkommen in Cut, Klicker drüben, zweite Folgen, Tag in Comments. 76 Stück, glaube ich, oder so. Könnt ihr schon alle mal anchecken. Oder die Infokarte, falls ihr wieder eine habt. Und die Link in der Videobeschreibung natürlich, falls ihr auf dem Handy seid oder so. Anklicken, schafft mir die 1000 Likes schon am ersten Upload-Tag. Ich bin gespannt und ich freue mich schon, mitzuschreiben bei euch. Also hier und schönen Tag nach heute. Und dann sieht man sich wieder irgendwann mal wieder, ne? Ciao, ciao. Juhu. Jetzt, ich muss jetzt noch. Gelitten.